Tu einfach, was du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Was ihr begreifen müsst, ist Folgendes. Der Sam Fisher, den ihr kanntet, ist tot. Amerika hat ihn umgebracht. Ihm zu viel abverlangt. Es einfach zu weit getrieben. Ein besoffener Autofahrer hat ihn getötet. Irgendein Arschloch, das seine Tochter überfahren hat und dann abgehauen ist. Sie war das Einzige. Das Einzige, das ihn zum Menschen gemacht hat. Seine eigenen Leute haben ihn getötet. Ihn auflaufen lassen. Ihm gesagt, dass er seinen besten Freund in irgendeinem ranzigen New Yorker Keller abknallen soll. Irving Lambert starb durch Sams Hand. Und als er starb, starb auch Sam. Er ging und ließ Third Echelon und das Leben, das er kannte, hinter sich. Amerika, Apfelkuchen und all den Rest. Er stieg aus und suchte nach einem Grund dafür, überhaupt weiterzuleben. Irgendwann fand er ihn. Er hörte das Gerücht, dass der Unfall seiner Tochter vielleicht gar kein Unfall war. Er hörte einen Namen. Und er wusste, wo er suchen musste. In einem Ort namens Valletta. Auf Malta. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ein Anruf für Sie. Hier bitte mit besten Empfehlungen der Anruferin. Sam? Wer ist da? Wie haben Sie mich gefunden? So schlecht bin ich nun auch nicht. Und tu bloß nicht so, als würdest du meine Stimme nicht mehr erkennen. Grim, was zum Teufel willst du? Dein Leben retten. Danach sehen wir weiter. Eine Gruppe von bewaffneten Männern ist gerade beim Markt eingetroffen. Sie suchen dich. Solltest du nicht tun, was ich dir sage, wird das ein sehr kurzes Gespräch. Ich tue gar nichts. Du verrätst mir jetzt erstmal, wie du mich gefunden hast. Wir sind Third Echelon. Wir sehen alles. Sieh einfach mal nach oben. Ich sehe es. Dann kann ich es ja endlich wieder auf sichere Höhe bringen und du kannst abhauen. Hast mir immer noch nicht gesagt, wie du mich gefunden hast. Bewegung. Ich sehe mehrere Gegner, die sich deiner Position nähern. Und du sitzt da auf dem Präsentierteller. Im Markt gibt es ein paar Stände, die dürften dir genügend Deckung bieten. Ganz wie in alten Zeiten, hm, Grim? Ganz wie in alten Zeiten. Hast du was dabei? Ja, aber ich werde bei all den Leuten hier ganz sicher keine Schießerei riskieren. Das ehrt dich, aber im Augenblick ist meine größte Sorge, wie ich dich da lebend rausbekomme. Sieh zu, dass du zu den Ständen kommst, sonst kann ich dir nicht helfen. So, und damit herzlich willkommen zu Splinter Cell Conviction. Keine Ahnung, das Intro ging doch länger als erwartet. Und jetzt fangen wir halt an. Dann wollen wir dich mal näher an die Ziele im Hellen ranbringen. Wechsle von Deckung zu Deckung, ja, bis du den Gepäckstand erreicht hast. Ja, danke. Dann kann ich dir vielleicht helfen. Ja. So, jetzt funktioniert auch die Controllersteuerung komischerweise, weil die ging letztes Mal nicht. Ja, ich hatte mal Lust auf diesen Titel. Ich habe ihn mir gekauft gehabt für den Mac damals, hab dann festgestellt, er ging nicht. Jetzt lag halt ewig lange rum. Dann leg auch den Strom lahm. Ja, ich komme schon. Bin schon da. So, wo bist du denn? Na, meine Kleine, was ist los? Ja. Ich hab Angst im Dunkeln. Es ist gruselig. Mach das Licht wieder an. Ach, wo ist denn hier Lichtschalter? Da. Komm schon, Schatz. Es gibt nichts, vor dem man im Dunkeln Angst haben müsste. Manchmal ist Dunkelheit toll. Zum Beispiel, wenn man schlafen will. Ich kann auch mit Licht schlafen. Nö, kannst du nicht, machst du Licht wieder aus. So, ich gehabt. Wenn es hell ist, kannst du nicht sehen, was im Dunkeln ist. Wenn es dunkel ist, siehst du deine Umgebung viel besser. Wirklich? Wirklich. Ändert sich das Bild um schwarz-weiß, sind sie im Schatten verloren. Okay. Und weil es dunkel ist, sehen sie dich nicht. Aber ich sehe dich doch auch nicht. Mach das Licht wieder an. Okay.
Ich habe noch was. Eine tolle Sache, die ich dir noch nicht gezeigt habe. Echt? Zeig sie mir. Okay, pass gut auf. Wenn du im Dunkeln bist und deine Augen sich erstmal daran gewöhnt haben, kannst du die Dinge um dich herum gut sehen und alles Mögliche mit ihnen anstellen. Was denn? Wirf mal einen Blick auf dein Mobile. Du kannst es doch gut sehen, oder? Wenn da jetzt Monster drunter wäre, mein Schatz, dann könntest du es vielleicht einfach auf sie fallen lassen. Und weg wären sie. Sie wären nicht mehr böse, weil es ihnen auf den Kopf gefallen ist? Ganz genau, Schatz. Oh nein. Daddy, was war da? Daddy möchte, dass du im Bett bleibst, okay? Er macht nur die Tür zu und ist sofort wieder zurück. Danny muss kurz arbeiten. Okay, hab dich. Das wär's. Oder auch nicht. Okay. Schön dunkel, so wie du's magst. Und erschießen sie die Gauner. Okay. Okay, du warst zuerst am Zug. Aber jetzt bin ich dran und ich werde dir in deinen Arsch treten. Ach du Scheiße. Ha, Headshot. Okay, ich dachte schon. Wie zoome ich denn? Komm raus und halt dich! Ah, so zoome ich. Interessant. Was ist das, Fischer? Läufst du einfach weg? Schieß doch. Ach, hier ist noch. Ah, der hat überlebt. Hey, Scheißkerl! Genug Verstecken gespielt! Oh. Das wusste ich nicht. Ach so. Hier sieht's aus, Mann. Hast du das gefunden? Alles Scheiße hier. Du hast die Hütte ausgesucht. Du hast gesagt, das wird ein Spaziergang. Ich hab gehört, dass es hier Orden und so einen Scheiß gibt. Und dass die Alte, die hier wohnt, heiß ist. Sollen wir warten, bis sie nach Hause kommt? Und ein bisschen Spaß haben. Na klar, Mann! Was? B töten. Getötet. Nachdem sie einen Gegner im Fernnahkampf bewältigt haben, können sie markieren. Okay, wie markiere ich denn? RB. Okay, und Y natürlich. So. Oh. Dad, was hast du mit ihnen gemacht, Dad? Sarah, Schatz, nicht hinsehen. Was hast du gemacht, Daddy? Was Daddy, ist los? Was ist? Sam, rede mit mir. Na, Sam, antworte. Los. Sam. Sam, okay. Hörst du mich? Mach jetzt bloß nicht schlapp, uns läuft die Zeit davon. Ja, ich komme noch schon. Da bist du ja. Sie haben Verstärkung geholt. Anscheinend ist der Kerl, der bei ihnen das Sagen hat, unter ihnen. Wenn du es schaffst, ihn zu erreichen, helfe ich dir dabei, ihn zu identifizieren. Okay, das ist aber nett von ihr. Mein Gegner per Nahkampf, drücken Sie B, das weiß ich doch schon. Wer bezahlt eigentlich diese ganze Sache? Knickknack. Ah, müssen wir unbedingt für den arbeiten? Er zahlt gut. So, schon markiert und knack, knack. So, kann ich hier. Ach ja, ich könnte ja auch Lampen oder sowas ausschießen, das wäre auch ganz helle. Huch, nein! Sammeln die wieder auf. So, ja, die ist schallgedämpft. Die macht nicht ganz so einen Krach. Ich habe den Knaben identifiziert, Sam. Er heißt Dimitri Gramkos. Ist der Anführer einer Gang, die sich für die unterschiedlichsten Aufträge anheuern lässt. Für wen arbeitet der Mann gerade? Frag ihn doch einfach. Glaub, das will ich tun. So, nee, das sind. Da muss ich hin. Siehst du was? Nein. Scheiße. Dann schalte ich den Typen mal aus. Der Fischer ist schlau. Der ist vermutlich längst zum Hinterausgang raus. Und wir stehen hier immer noch rum wie die Vollidioten. Quatsch. Die Rückseite wird bewacht. Er muss hier entlang kommen. Oh, fuck. Hoffentlich kommt er, bevor wir eingeschlafen sind. Wo versteckt der Kerl sich nur? Vielleicht beim Schmuckstand? Nee, zu wenig Deckung. Der muss irgendwo hier sein. Vielleicht ist er ganz in der Nähe. Wenn er in der Nähe wäre. Kann ich hier nicht, ihn sehen, Lampen ihn abknallen und das Kopfgeld kassieren, das Gramkos demjenigen versprochen hat, der ihn umlegt. Die Scheiße! Jungs, ich brauche Hilfe! Okay, den lock ich jetzt mal aus. Zack. Ich verschwinde! Okay. Hinterher. Hallo? Dann, what the fuck? Tür aufbrechen. Ach, okay. Knickknack. Hey, suchst du Arschloch, mich? Ich fange an, mich zu langweilen. Wer hat dich geschickt? Leck mich! Ja, wo drücken wir ihn denn jetzt mal rein? Das hatten wir noch nicht. Da hinten. Ist das ein Lüfter oder so? Ja. Mach ich jetzt auch mal. Oh, so. Ich dachte, okay. Tut mir richtig weh. Okay, genug. Du willst wissen, wer mich geschickt hat?
Corbin. André Corbin. Handelt mit Drogen, Waffen, mit allem, was die Leute so wollen. Das reicht mir nicht. Warum will Corbin mich umlegen? Nicht! Er saß am Steuer. Er hat deine Tochter angefahren, hat damit angegeben. Hat gehört, dass du ihn suchst und mich bezahlt, damit ich dich umlege. Solltest du ihm dein Geld zurückerstatten? Wo finde ich den Kerl? Ist egal, muss ich mir antworten. In der Stadt, im alten Museum in der King George Street. Da wohnt er. Es stehen Wachen davor und an den Seiten. Sag ihm nicht, dass du es von mir hast. Warum sollte ich sowas Gemeines tun? Okay, da haben wir jetzt unsere Infos, die wir brauchen. Von mir hast du es nicht, aber ich ahnte die ganze Zeit, dass Sam dort landen würde. Alle miesen Geschäfte auf Malta liefen über dieses Anwesen. Es war Corbins zentrale Schaltstelle. Er hatte den Laden in eine Festung verwandelt. Was der Schuppen, um ehrlich zu sein, schon vorher war. Corbin hat da nur noch ein paar Typen mit automatischen Waffen und nervösen Zeigefingern reingestellt. Doch Sam wusste, dass Corbin da drin war und dass dieser etwas über das Schicksal seiner Tochter wissen könnte. Sam würde hineinkommen. Ganz egal wie. So, dann können wir ja mal zwei weitermachen, ne? Aber hier, ach, ich muss hier drunter durchgucken. Das ist doch gar kein Angst. Was mache ich das denn? So. Warum erkennt mich, ich gleich hier lang und so auf dem Boden? Und jetzt gucke ich hier unten durch. Huch! Oh! Okay, dann hol ich mir den jetzt mal ganz leise. So, zack. Da haben wir. Wie markiert ich nochmal? So. Den kann ich ihn irgendwie. Wegen der Lieferung? Ach Quatsch, davon haben wir doch schon 6 abgewickelt. Und du warst mit dieser Lieferung aber sehr ernst. Wer hat das mit Corbin gemerkt? Das war die beiden. Scheiße! Zack. Und dann den. Zack. Das ging ja schneller als gedacht. So, und ich würde sagen, wenn es hier gerade so halbwegs sicher ist, machen wir hier erstmal Pause. Zumindest für den ersten Teil. Und dann sehen wir uns im zweiten wieder. Bis dahin.